Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Live 3 hier von der Holzner Map, wie immer mit dem Axel, dem Tino, dem Freezy und mir. Ja, Sonntagsfolge. Wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. ich bin hier gerade noch am Saubermachen, aber ihr seht es an der Uhr, ich muss mich jetzt sputen, weil ich soll ja 14.10 Uhr zu irgendeiner Challenge oder was weiß ich am Feld 1 sein. Guck mal, Schlossberg düst auch schon runter. Da muss ich jetzt auf jeden Fall hin. Mal gucken, was da wieder auf uns wartet. Wir haben in der letzten Folge die Joghurtfabrik in Benutzung genommen. Was sehr schön war. Die läuft jetzt. Ein riesen Erfolgserlebnis, sag ich mal. Haben endlich was, wo wir den Honig und die Milch loswerden. Ja, und jetzt erwartet uns eine Challenge, hat er, glaube ich, gesagt. Fahren wir natürlich mit unserem Prachtstück hin. Ja, so. Wollen ja angeben. So, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Seid nichts anderes gewöhnt. Also möchte ich euch nicht enttäuschen. Der Hof ist relativ sauber. Ich gebe mir Mühe, alles einzuparken und einzustellen. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, ich soll den Flug verkaufen. Kann ich nachvollziehen? Überlege ich. Ich habe es mit Hilden besprochen letzte Folge. Wir haben eine Inventurrunde geplant, weil wir so sehr zusammenarbeiten, dass es, wir haben wohl momentan 7 Traktoren zu zweit. Das macht halt absolut keinen Sinn. Können wir verkaufen und können gucken, was wir uns davon leisten können. Ne? Und ja, das Ding hier werde ich bald mal zurückgeben, einfach der Übersicht halber. Ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, ich brauche natürlich nicht. Er ist natürlich wunderschön, aber viel zu teuer. Mal, Eriksen wartet hier, Alter. Die Leute sind umsichtig. Das ist der Wahnsinn. Warte mal, Feld 1 war doch hier vorne, oder? Nicht, dass ich hier falsch war. Genau. So weit der Plan. Jetzt mal abwarten, was die Challenge so bringt. Hier steht ein wunderschöner Skorpion, heißen die, glaube ich. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch mehr Milch reinkriegen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich hätte irgendwie noch einen Stall. Da muss ich mal gucken, was ihr damit meintet. Da muss ich nochmal in die Nachricht gucken. Wie, was, wo, Drehschäme, wo? Herr Siegesmund. Guten Tag, Herr Fruchtzwerg. Morgen. Ich heiße Mittag. Stoßberg. Hallo, Herr Messer. Hallo. Guten Tag. Maximilian, ich grüße dich. Guten Tag. Wie geht's dir, mein Junge? Sehr gut, und selbst? Ich habe gesehen, du hast dir was Neues gegönnt, ne? Oh ja, guck dir das mal an, das kann ich dir auch holen, ihr Weitfee. Wunderschön. Guck dir das mal an. Weißt du, das musst du vergleichen. Ich hatte, also ich war ja nicht immer alleine. Ich hatte ja früher meine Frau, die hieß Mathilde. Ja. Ja, die hatte Kurven, wenn du. Also, guck dir die Presse an. Die hat genau solche Kurven wie die Presse gehabt. Was kostet der Hobel? Also um die 110.000. Oh. 110.000? Ja. Du musst es ja dicker haben, Junge. Und was kann das? Was kann das denn jetzt hier alles? Na, das ist mit Vorpreiskammer. Das heißt, du musst nicht mehr anhalten. Oh. Oh. Ja, aber oh. Es ist nur auf Raten gekauft. Naja, egal, Hauptsache, ne? Aber wenn man jetzt so viele Dinger hat wie du, da kann man sich sowas auch leisten. Für 100.000, du, leck mir am Arsch, ey. Wie weißt du viel? Hallo, Herr Regner. Also, du hast doch den Regner überall rausgeboxt. Jetzt gehört das Geld doch überall allein. Nee, weiß nur mal, das soll eigentlich ganz anders sein. Meine Herren, sind Sie denn fertig? Ja. Tino, hallo. Moin. Das war hier alles ein bisschen kurzfristig. Wir wollen für unsere zukünftigen Touristen hier ein paar kleine Figuren aufbauen. Und da hätte ich gern Ihre Hilfe. Ja. Mhm. Da haben der Herr Dr. Held und ich uns gedacht, ja, da können wir ja vielleicht einen kleinen Wettkampf draus machen. Oh. Vielleicht geht es dann ja auch bei Ihnen ein bisschen schneller, wenn Sie sich oder wenn Sie was gewinnen können und ja. Wir wollten halt einen kleinen Anlass. Aber man kann was gewinnen? Ja, klar. Was denn da? Das sagen wir dann. Achso. Okay. Ja, dann wäre es super.
wenn es was zu gewinnen gibt. Da, ja, toll. Was müssen wir machen? Die in einer Reihe aufbauen oder was? Das erkläre ich Ihnen jetzt. Ah, also, okay. Sie haben hier für jeden einen Nanitubu-Teleskoplader. Oh, schönes Gerät. Und jeder hat 4 Heuballen da liegen. Ja. Ach du Scheiße. Nee, hätten, oder? Hätten wir es gerne. Ach nee. Nee. Dass Sie uns diese Figur aufbauen. Wie jetzt? Weil es die hier steht? Ja. Oh nee. Die haben sie doch mit Holz zusammengesteckt. Nee. Wenn man weiß, wie es geht, geht es ganz schnell. Ja, ich sehe es. Hier sind doch hier diese Schaschlikspieße drin. Ja, was? Die sind doch eingeklebt, oder? Geht's los? Ich will ganz außen hin. Da ist nichts dran. Ich möchte Sie nur bitten, fair zu bleiben und in Ihrem Bereich zu bleiben. Ja, was wäre denn der Bereich? Ach ja. Das hier. Das ach, weißt du, hier in dem Bereich sind wir das machen, oder was? Ja, genau. Ah, okay. Und also einfach hier in diesem Viereck quasi diese Figur aufbauen, okay? Ja, genau. Ah, okay, super. Und am besten wäre es, wenn Sie hier zur Straße zeigen. Ah, perfekt. So wie da hier zur Straße zeigen. Okay. Okay. Ich hätte die 2 Ballen vielleicht ganz oben drauf gestellt. Herr Blümchen, ich habe da mal noch eine Frage. Ist das egal, ob das ein bisschen schief auf halb 8 aber dennoch übereinander steht? Oder wie bewerten Sie das? Ich glaube, es wurde gesagt, es soll so aussehen, wie es hier ist. Genau. Also okay, dann ist es dann ist es ja relativ einfach zu verstehen. Ich möchte noch, damit wir hier nicht zu lange rumdoktern, weil Herr Dr. Held und ich, wir sind Profis, wir wissen, wie sowas geht, das geht dann schnell. Danke es nicht. Wir hätten dann ein Zeitlimit von 10 Minuten, also allerhöchstens. Oh, krass. Ah, okay. Okay. Ich denke, das wird schwer. Ja, gut, na dann, viel Glück. Ja, dann auf geht's, viel Glück euch, ne? Wir gucken uns direkt anfangen oder müssen wir warten noch? Ich werde dann gleich sagen, wann es losgeht. Bitte den Motor alle ausschalten. Wir achten hier sehr auf die Umwelt. Genau. So, alle bereit? Ja. 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 Dann 3, 2, 1, go. Junge, fahr doch. Das ist übel. Oh. Ups. So. Die Konzentration hört man quasi. Phänomenal. Ja, also der Anfang sieht bei allen schon mal ganz gut aus. Das ist ja auch nicht schwer bis jetzt, ne? Herr Regner startet dann besonders innovativ. Ah, perfekt, so wollte ich. Nein! Verdammt! Was soll das? Das ist Schmuh! Herr Schlossberg? Ja? 2 auf 1? Bitte? 2 auf 1? Ja. Warum? Kann man auch machen. Nein! Beim Herr Ackermann ist schief gegangen, wie man sieht. Ja, so langsam, also... Sieht überall ungefähr gleich aus. Die einen haben Eho ein positives System, die anderen eher ein negatives beim Ballenbauen natürlich. Junge, was ist der? Oh
Alter. Das war ja wohl nix. Bei Herr Regner sieht sehr gut aus. Ja. Also fast. So noch nicht. Ja, das wird so nichts. Wollte halt hier Stütze benutzen, Leute, aber. Also ein Turm oder so. Fertig. Ja, der Herr Regner ist fertig. Ich gönn's dir, Guido. Gut gemacht. Gut gemacht, Junge. Wow, das war Rekord, oder? Motor ausgeschaltet, sehr vorbildlich natürlich. Dankeschön. Ich merke, die anderen haben nicht nachgedacht, oder? Nee. Könnte man fast so sagen. Also Jungs, wenn ich euch einen Tipp geben darf, darf er das? Nee, die kämpfen ja noch. Nein, zwei, drei, geh auf deine Seite kämpfen. Und lass uns jetzt machen. Wir haben okay, dann gucke ich einfach mal zu. Ja, wäre sehr lieb. Den Tipp geben wir gleich. Hey, Herr, Held. Dr. Held. Das gibt ein High Five, oder? Allerdings. Okay. Prima. Bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Aber bei Herrn Ackermann, also gerade. Hey! Ja, oh, bei Herrn Wieser. Man hat das Gefühl, manche verstehen es nehmen wir noch nicht. Jungs! Nein! Vielleicht denkt ihr noch mal drüber nach an die Herangehensweise. Oh, Guido! In die beiden Russen. Das soll nur ein Tipp sein. Also, ja, ich meine, du kannst nur nach 8 Minuten so probieren. Es wird nicht funktionieren. Ja, ist doch egal, lass uns doch jetzt machen. Sonst schauen wir auch immer. Naja, dann gebe ich halt den Herrn Meser noch einen Tipp. Ja, aber gerne. Sonst schauen auch immer alle bei den anderen. Wieso haben sie es diesmal nicht getan? Das gibt's doch nicht. Ja, weil er zu weit hinten war. Ich habe ihn hier von hier gar nicht gesehen. So gut sind meine Augen auch nicht. Ach doch, schon so alt. Ja. Also, ja. Erregt mich, bitte Sie. Also nee, ich enthalte mich auch einfach. Ist ja nicht gewünscht. Also ich hätte es angenommen, sag ich mal, ne? Also ich würde gerne an alle einen Tipp geben. Es ist nicht immer das Schlauste, von unten nach oben zu arbeiten. Ja, ich hätte auch eigentlich vor, erst den oberen Ballen in die Luft zu hängen. Vielleicht nicht den obersten. Herr Meso, ein bisschen mitdenken, ist noch keiner gestorben. Aber wir wollen sie auch nicht herausfordern, stimmt. Bin ich nicht so gut drin. Also hat den Tipp einer verstanden? Nee. Fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also ich kann ja nicht, also wenn ich nicht unten anfangen soll, oben kann ich nicht anfangen, weil es kann ja nicht fliegen, so. Okay, das ist sehr gut kombiniert, muss ich sagen. Dann bleibt ja nur noch eins. Ich fange in der Mitte an, aber die habe ich ja so schon mal hingelegt. Aha. Ach so, ach so, ach so, warte mal, ach so. Hä, nee, doch, ach so, warte mal gucken. Aber das wird ja voll das Gefuddel. Aha, Herr Meser, das sieht interessant aus. Ah, ein Filou. Ah, der Schlussberg ist schon mal gar nicht schlecht. Der Ackermann hat es jetzt auch so ungefähr. Ja, jetzt sind wieder alle drei auf einem Tempo. Mist. Eichen. Oh, nee. Der Ackermann passt nur auf, dass er da nicht so auf die Straße kommt. Der Händler ist hier ziemlich viel am Rumrasen. Ja, Entschuldigung. Ja, Herr Schlossberg, das sieht gut aus. Und das hat der Herr Regner direkt erkannt, dass das so funktioniert, oder was? Ja. Anscheinend, wir haben es ihm vorher nicht verraten. Löblich, löblich. Also, dass man die nicht links und rechts da draufstellt auf einen Einzelnen, das war mir von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Weil das kann nur schief gehen. Regner, Achtung. Deswegen habe ich so gedacht, baust die zwei Stück hin, einen drauf und dann stellst du die einfach da oben drauf. Fertig ist. Hat der Herr Ackermann auch versucht. Oh, aber. Der Herr Schlossberg, jetzt nicht nach oben. Oh, ja. Oh, das ist aber das Kniffligste. Da habe ich auch geschwitzt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wirklich geschwitzt. Herr Schlossberg, ganz langsam. Oh, 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 oh,
Oh, ja, oh, genau, oh. Genau. Eieieiei. Ich hab das Gefühl, da hat einer. Der Leser, das wird ein Kopf, drückt Kopf einer hin. Die Tasten richtig stark. Oh. Finde meinen. Herr Regner, bitte aufhören mit dieser Beeinflussung. Oh, und jetzt auch noch der Ackermann, das wird eine ganz. Oh, Kiste. Kopf an Kopf! Kopf an Kopf! Fertig! Und Herr Meser ist durch! Wuhuuu! Und. Jetzt und Herr Schlossberg! Herr Schlossberg durch. Herr Ackermann! Aber das war gleichzeitig, tatsächlich. Na, ja. Nee, es, der Herr Ackermann war ein bisschen später. Ja. Hä? Definitiv. Okay, krass. Ja, Sie sind die Jury, okay. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Was? Wobei Ackermann auch seitlich steht, ne? Er soll ja genau gerade zur Straße gucken. Ja, man könnte das war nicht gesagt. Sein wie der Papst, Junge. Doch, es wurde gesagt. Ja, aber schlechter als genau kann auch nicht werden. Ja, so wie der da hinten steht und der steht kerzengerade. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Es hat ja dann doch irgendwann geklappt. Sieht gut aus, also. Schön. Wir hoffen, diese vier Kunstwerke locken die Besucher an. Ja. Aber man muss sagen, es war natürlich, also ich finde sehr gut, dass das etwas knifflig war. Ja, doch. Es sind zwar nur vier Ballen, die man übereinander stapeln muss, aber natürlich. So einfach geht's halt nicht. Das ist natürlich clever, ja, dass der obere schon drauf sitzen muss, damit er die daran hindert, auseinander zu kippen. Ah, naja, gut. Das hat quasi der Guido klasse gemacht. Ja, 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 ja. Muss man, ne, warum auch nicht? Ja? Man muss auch Anerkennung zeigen, wenn sie angebracht ist. Ja? Nee, ich habe das Gefühl, das könnten manche nicht. Aber was ist denn jetzt der Preis? Viel wichtiger. Ja. Ja. Der Gewinner kriegt alle Ballen. Und der zweite Gewinner? Alle Teleskoplader. Nee, der kriegt. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte ich einfach alle Teleskoplader haben? Nee, der zweite kriegt Ruhm und Ehre, genau wie 3 und 4. Ja, klar. Also Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Wirklich. Ja, also, Glückwunsch. Ja. Das ist nett von euch. Dankeschön. Ganz ehrlich sagen. Danke. Um die Ecke gedacht. Finde ich klasse, finde ich toll. So. Hast du einen Ballenwagen, Guido? Ja, brauchst wie bitte? Hast du einen Ballenwagen für Rundballen? Das Kuriose ist, ich bild mir ein, ich hatte einen, ich weiß noch nicht mehr, wo er ist. Nee, du hast doch bei mir mit dem immer abgefahren, oder nicht? Du hast doch einen. Ja. Naja, aber er ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Quasi so weg wie die Müll. Also. Ja, so weg wie die Mehlproduktion, ja, wie die Joghurtproduktion. Also im Grunde alle Produktionen. ja, also ich muss da mal fragen, ob der irgendwie, ob der ortbar ist oder sowas. Keine Ahnung, ob man den orten kann oder so. Aber Herr Regner, wir würden Ihnen die Ballen vorbeibringen. Ach, oh, das wäre natürlich noch besser. Was ist denn das Heu? Ja. Gut, wir sind dann ja hier durch, oder? Eine Sache hätte ich noch. Also schon beseitigt. Sorry, aber ich wollte nur noch erwähnen, dass das Ergebnis natürlich in die Jahreswertung mit eingeht. Also bringt ja 2, 3 und 4 doch was. Genau, deswegen nicht zu enttäuscht sein. Herr Schlutzberg, Sie haben das auch sehr gut gemacht. Ich bin nicht enttäuscht, alles gut. Ich habe einen Arsch voll Arbeit, ich muss Felder ernten, alles. Ja, das haben wir alle, glaub mal. Gut, ja, dann würde ich Sie auch nicht weiter länger aufhalten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso, Dankeschön für das. Dankeschön auch. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne, immer wieder gerne. Ja. Ja, danke. Also, Herr Blümchen, wenn Sie das liefern könnten, das wäre super. Ich würde, wenn das okay wäre, könnten Sie das eventuell direkt zum LU hochliefern in die Mischrationenherstellung. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Alle. Okay. Okay, gut, super. Dann danke Ihnen vielmals. Ja, ja, machen wir. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ein Teleskoplader wenigstens. Nee, leider, die sind nur geliehen. Ah, ja, okay. So reich sind. Ja, zweiter Platz. Aber es hat Spaß gemacht. Aber oh, ich war so, hätte ich das sofort gerafft. Ich hatte ja die zwei perfekt oben drauf liegen. Die sind natürlich dann nach außen auseinandergeklappt, weil ich halt oben den Ball nicht drauf hatte, ne? Aber hätte ich das, oh, das wäre so schnell Platz 1 gewesen. Da war ich nicht clever genug. Bei der Guido schon. Naja. Aber der hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, doch. Schöne Challenge.
So, jetzt müssen wir mal den Fritzl anrufen. Ne, warte mal. Okay, achso, ja. Das ist wieder. Krass, die Folge ging auch schnell rum. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Also rufen wir nächste Folge den Fritzl an wegen Inventur. Das Feld war fertig, genau. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Platz 2 ist es geworden. Das geht in die Gesamtwertung ein, ist wichtig. Ja. Schaut in die Kommentare vorbei, schreibt rein, was ihr für Tipps und Tricks habt für unseren nächsten Pläne. Und ihr könnt auch gerne bei den anderen vorbeischauen, die sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Schaut, wenn ihr Bock habt und Zeit, heute Abend im Livestream vorbei. From Zero to Hero von mir und Axel. Wird wieder ein Fest werden. Es ist immer wieder cool sonntags. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der Dienstagsfolge wieder. Bis dahin, ciao.